Moin, willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin echt mega aufgeregt, weil ich so lange nicht mehr vor der Kamera gesessen habe, denn ich hatte eine Kieferoperation. Mal wieder. Mir wurden Ober- und Unterkiefer gebrochen und das war nicht meine erste Kieferoperation. Ich habe schon bereits Teile hiervon auf YouTube gedreht. Die verlinke ich euch gerne, also könnt ihr euch gerne anschauen, wenn euch das Thema generell interessiert. Und auf Instagram habe ich übrigens auch schon bereits während des Krankenhausaufenthaltes Bilder hochgeladen. Vielleicht habt ihr die auch gesehen, Videos habe ich auch gemacht. Also da sehe ich nicht so aus wie jetzt, sondern ich bin noch angeschwollen und ja, war halt im Krankenhaus. Deshalb ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schön, aber schaut es euch gerne mal an, je nachdem, ob es euch interessiert oder nicht. Aber ist auf jeden Fall ganz spannend, jemanden zu sehen, der einen Milchschnitt aus einer Spritze isst, trinkt, keine Ahnung. Ich hatte da generell so viele Probleme mit dem Essen, worauf ich gleich auch noch eingehen werde. Aber ja, schaut gerne vorbei, die Videos sind oben verlinkt und mein Instagram-Kanal heißt JuliaBellaX. Schaut gerne vorbei und ja, wir legen jetzt erstmal direkt los mit diesem Video. Wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es bereits Videos über meine Gaumennahterweiterung hier auf meinem Kanal und jetzt geht es aber um meine Bimax-Operation. Denn Ober- und Unterkiefer brechen nennt man halt Bimax, weil beide Kiefer gebrochen werden. Das ist eine Umstellungsosteotomie, das heißt, dass die Kiefer falsch standen und jetzt halt korrigiert worden, damit der Biss perfekt ist. So jedenfalls in der Theorie. Was mich angeht, das war meine fünfte Operation und es wird auch gesagt, dass diese Operation ziemlich heftig ist. Das haben mir auch die Ärzte gesagt, aber ich hatte davor halt auch schon zwei andere heftige Operationen und dann noch eine Operation mit meinen Arterien im Gehirn und ja. Aber dazu habe ich halt wirklich alles in den anderen Videos erzählt, was damals alles schief gegangen ist und warum ich nochmal operiert werden musste und nochmal und nochmal. Ja, aber diesmal geht es um die Bimax und die ist zum Glück positiv verlaufen, was mich mega freut. Ich werde auch noch auf die Komplikationen eingehen, weil ich habe da leider zwei von gehabt, beziehungsweise eine habe ich immer noch und darauf gehen wir nachher auch noch ein. Da ich weiß, dass einige aus meiner Community diese Operation auch noch vor sich haben, beziehungsweise schon hinter sich haben, kann ich euch gerne anbieten. Tauscht euch in den Kommentaren aus, vielleicht könnt ihr euch Tipps geben zu guten Chirurgen, zu guten Verhaltensweisen und ich glaube, in so einer Situation ist es halt mega wichtig, Kontakt zu, sag ich mal, Gleichgesinnten zu suchen, weil alle haben halt diese Operation, die halt haben. Und da tut es so unfassbar gut, einfach sich untereinander auszutauschen, wie das bei den anderen so lief und was alles so beachtet werden muss. Und auf was man vielleicht noch achten könnte, worauf man selber gar nicht so gekommen wäre, ohne halt durch andere Hilfe. Kommen wir erstmal zu dem Verlauf, so generell kurz vor der OP. Ihr habt generell auch Wochen vorweg ziemlich viele Termine, wo ihr immer zum Kieferchirurgen, Kieferorthopäden, Logopäden und so weiter und so fort müsst und halt alles geguckt wird. Ihr werdet perfekt ausgemessen, damit nach der Operation alles richtig sitzt und ja, das ist schon ziemlich zeitaufwendig, würde ich sagen. Es ist halt schon eine heftige Operation, bei der auch ziemlich viel schief gehen kann. Ich hatte eine richtig lange Liste voll mit Komplikationen, die ich alle unterschreiben musste, damit ja, die Ärzte sich halt abgesichert haben, dass im Zweifelsfall man selbst für sich verantwortlich ist, wenn was schiefgelaufen ist und man selbst halt weiterhin zu Ärzten gehen muss und so. Es ist halt immer doof. Ich musste auch unterschreiben, dass es lebensbedrohlich sein kann, dass, ja, ey, ich habe so viel unterschrieben. Ich will euch damit jetzt gar nicht so voll reden, weil das würde euch nur Angst machen. Man muss es halt unterschreiben. Bei jeder Operation gibt es richtig viele Risiken, weil so viel schief gehen kann. Es ist halt ein Eingriff, ein großer Eingriff sogar. Und gerade noch im Bereich des Kopfes ist es halt super gefährlich, weil am Hals sind super wichtige Nerven, die für die Bewegung des gesamten Körpers vorhanden sind. Dann ist hier oben das Gehirn, wow, wer hätte es gedacht? Und das ist halt auch wichtig. Und es ist halt, ja, sucht euch einfach einen Chirurgen aus, zu dem ihr wirklich Vertrauen habt. Ich habe das bei meiner ersten Operation leider nicht gemacht und ich bin einfach zur nächsten Klinik in unserer Nähe gefahren und habe mich dort operieren lassen und es ist schief gegangen. Und diesmal habe ich halt wirklich geguckt und mich informiert, welcher Chirurg hier gut ist und wer das gut machen kann. Und deshalb habe ich halt den ausgewählt und der hat das halt auch gut gemacht. Ihr braucht halt schon echt viel Kraft für so eine Operation, also nehmt euch davor nicht zu große Dinge vor.
Die Operation wird euch echt einiges abverlangen, was ich so sagen kann. Aber je nachdem, wie groß euer Leidensdruck ist, was ihr für Probleme habt, es kann sich halt auch echt krass lohnen. So. Ich bin im Nachhinein froh, dass ich diesen Schritt nochmal gegangen bin. Ganz ehrlich, es war meine größte Angst, mir nochmal den Kiefer brechen zu lassen. Ich habe es gemacht und jetzt bin ich echt zufrieden. Also ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, weil im Moment ist meine Mimik halt noch starr und ich muss noch so viel üben mit meinem Mund, so generell. Ich gehe auch noch zur Physiotherapie und das ist alles noch so ein bisschen in der Übung, dass ich alles wieder kann und so. Aber das wird kommen im Laufe der Zeit und deshalb, ja, ich denke, es war die richtige Entscheidung, diesen Schritt nochmal gegangen zu sein und das alles auf sich zu nehmen. Ja. Es ist halt, wie gesagt, ein langer Weg zum Ziel, aber wenn ihr es wirklich wollt, dann macht es. Aber in schwierigen Zeiten helfen euch ja Familie und Freunde, also ich hoffe, dass die euch helfen. Mein Vater hat mich zum Beispiel im Krankenhaus besucht und ich wohne halt in Stuttgart im Moment, weil ich hier studiere. Und meine Familie kommt aus Niedersachsen und er ist extra runtergefahren, um mich zu besuchen für ein Wochenende, was ich super lieb fand. Das hat mir so unglaublich viel Kraft gegeben. Meine Großeltern waren dann auch noch ein paar Tage hier, als ich entlassen worden bin, damit ich nicht direkt allein in der Wohnung bin. Und das gibt einfach so viel Kraft, weil gut, danach die Wochen war ich halt ziemlich viel allein. Aber ich habe es auch irgendwie so gebraucht, um selbst erstmal klarzukommen. Weil man ist nach so einer Operation, man kann nicht sprechen, man kann nicht essen und man ist auch nicht gesellschaftsfähig, weil man im Gesicht halt angeschwollen ist, vielleicht noch blau ist und deshalb... Man fühlt sich halt einfach nicht wohl in seiner Haut, weil es ist halt nicht so normal. Alle Leute gucken dich an und ja, deshalb war ich halt froh, auch ein bisschen allein zu sein in der Zeit. Kommen wir zum Verlauf der Operation. Also die ersten 3 Tage sind wirklich hart. Das haben mir die Ärzte auch im Krankenhaus gesagt, dass die ersten 3 Tage halt echt hart sind. Und ich kann es bestätigen, die ersten 3 Tage sind wirklich hart. Ich weiß gar nicht, was ich da gedacht habe, weil in der Zeit war mein Kopf einfach komplett leer. Aber die erste Nacht lag ich auf der Überwachungsstation und musste da halt bleiben. Und ich hatte Nebenwirkungen, ich hatte Nasenbluten, insgesamt 4-mal in der Nacht. Und ich hatte schon ziemlich schlimm Nasenbluten, sodass ich dann halt geklingelt habe, weil ich konnte halt auch nicht sprechen. Und dann kam so ein Pfleger und hat dann halt gesehen, dass meine Nase übergeblutet hat. Und ich hatte halt hier so ein Taschentuch, damit das da alles reinläuft. Und dann guckt er mich an, oh, das ist aber ganz schön viel Blut und... ist dann halt rausgegangen und hat gesagt, dass er einen Arzt holt. Und dann kam ein Arzt und hat dann einen Sauger angemacht und ist dann durch meine Nase bis in den Rachenbereich runtergegangen und hat so alles ausgesaugt. Und ich konnte halt nicht sprechen, ich konnte gar nichts sagen und ich war einfach nur so, oh mein Gott, ich habe nur so geguckt und bin immer weiter zurück mit dem Kopf, weil ich dachte so, Alter, was für eine Scheiße. Um das jetzt mal schön auszudrücken, wow. Aber er hat, glaube ich, in meinen Augen gesehen, dass es mir nicht so ganz recht war, weil irgendwann war er bis an meinen Mandeln und dann war es so, oh, ich kann nicht mehr, das geht gar nicht mehr. Und dann hat er das wieder rausgetan, diesen Staubsauger aus meiner Nase. Und ich war so, okay, gut, ich habe es geschafft. Und dann dachte ich mir im nächsten Moment, okay, ich habe noch ein zweites Nasenloch. Wow, okay. Und dann ging dasselbe wieder von vorne los und ich war wirklich so... Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und ich hatte das halt 4-mal in der Nacht und das ist wirklich echt unangenehm. Aber muss gemacht werden, von daher, ja. Ich habe eigentlich nur geschlafen auf der Überwachungsstation und war gar nicht so bei Sinn. Man kann halt auch nicht auf Toilette gehen in der Zeit, sollte ich vielleicht noch sagen. Also entweder wird euch dann ein Blasenkatheter in der Operation gelegt oder ihr müsst halt auf so einen komischen Topf gehen. Ich meine, es gibt schönere Sachen, aber... Man kann nach so einer Operation nicht aufstehen, ohne dass man direkt wieder umkippt. Es sei denn, euer Kreislauf ist unmenschlich, beziehungsweise ihr seid einfach heftige Leute. Mein Kreislauf war komplett raus nach der Operation, deshalb ich konnte gar nicht aufstehen. Nach der ersten Nacht bin ich dann auf die Normalstation gekommen und lag dann da eine Woche rum. Ich muss sagen, ich lag da halt wirklich eine Woche rum. Ich habe nicht mal YouTube-Videos geguckt. Das Einzige, was ich gemacht habe, war auf WhatsApp und Instagram was zu machen. Aber sonst, ich hatte zu nichts Lust, auch was meine Gefühle angeht. Ich war einfach komplett leer, weil ich konnte nicht lachen, weil das übelst weh tat.
Und ich durfte nicht weinen, weil dadurch meine Nase zuging und dann habe ich ja keine Luft mehr gekriegt. Denn die ersten 2 Wochen oder halt 4 Wochen, je nachdem wie euer Chirurg das einschätzt, ich hatte 2 Wochen nach der Operation einen Splint im Mund. Damit könnt ihr wirklich super schlecht reden. Das ist so eine Metallschiene, keine Metallschiene, so eine Kunststoffschiene, die halt zwischen die, also wenn die Zähne so zubeißen, dann ist die Metallschiene dazwischen. Und da beißt ihr halt dann immer rein, damit euer Biss richtig ist und ihr könnt damit halt nicht sprechen. Und wie gesagt, ich durfte nicht lachen, nicht weinen. Hab keine Luft durch den Mund gekriegt und musste durch die Nase atmen, weshalb ich halt nicht weinen durfte. Und deshalb habe ich eigentlich mir gesagt, okay, ich denke einfach an nichts und ich fühle nichts. Und dann habe ich halt auch nichts gefühlt und ich lag da einfach so halb komatös einfach nur rum. Ja, irgendwie schon. Für mich war es halt auch heftig zu sehen, wie Menschen reagieren. Also auf der Kieferstation, klar, da wussten alle, okay, die hatte eine Operation am Kiefer, ist irgendwie normal, dass die so aussieht. Aber ich musste dann zum Röntgen gefahren werden und dann saß ich da in meinem Rollstuhl und gut, ich war angeschwollen. Die Leute dort wussten halt nicht, dass ich vielleicht am Kiefer operiert worden bin. Doch eigentlich hätte man es erahnen können, weil ja, ergibt schon Sinn. Aber Leute behandeln einen so anders, gucken dich nicht mal an und beachten dich einfach gar nicht, wenn du halt einfach nicht normal aussiehst. Das tat mir einfach so heftig weh und ich hatte dann so eine Panik gekriegt, weil mich einfach niemand beachtet hat und ich dann eine halbe Stunde gesessen habe und ich hatte halt echt krasse Schmerzen. Mein Gesicht war angeschwollen und ich weiß nicht, das ist so ein richtiger Druck dann, der auf deinem Mund ist. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Gesicht die ganze Zeit richtig heiß war und ich einfach das Bedürfnis hatte, es ständig zu kühlen. Und dann hatte ich halt das erste Mal eine halbe Stunde lang kein Kühlpack. Und dann wollte ich die Leute fragen, wann ich denn jetzt nicht mal drankomme, aber ich konnte halt auch nicht sprechen, weil, ja, am Kiefer operiert kann man nicht sprechen. Und dann habe ich halt einfach so irgendwelche Geräusche von mir gegeben und mich hat einfach niemand beachtet und das hat, also niemand hat mir geholfen oder mir gesagt, was denn jetzt passiert im nächsten Schritt und wann ich drankomme. Und ich bin so in Panik ausgebrochen, dass ich dann angefangen habe zu weinen, weil halt niemand mir geholfen hat. Und dann saß ich da einfach und habe halt geweint. Und gut, ich habe euch gerade gesagt, wenn ich weine, dann geht logischerweise wie bei euch wahrscheinlich auch die Nase zu, weil man eigentlich schneuzen muss. Und ich durfte halt nicht schneuzen nach der Operation, sodass meine Nase dann halt zu war. Durch den Mund konnte ich halt auch nicht atmen, sodass ich dann keine Luft gekriegt habe in dem nächsten Schritt. Und dann saß ich da, habe keine Luft gekriegt, habe geweint und irgendwann, ich habe einfach nur noch Atemnot gehabt, konnte gar nichts mehr und ich war wirklich vollkommen verzweifelt. Und dann kam endlich mal ein Arzt und hat mir geholfen und hat, ich wurde einfach nur nach hinten übergekippt und dann haben die mir Zeug in die Nase gespritzt, dass ich wieder Luft kriege. Das war so das schlimmste Erlebnis aus dem Krankenhaus, was ich in dieser Zeit hatte, weil ja, ich wusste nicht, wie es weitergeht, hatte Panik und habe dann keine Luft mehr gekriegt. Tolle Kombi auf jeden Fall. Ich hatte während der Zeit im Krankenhaus meinen Glücksbringer dabei. Ich habe früher mit extrem vielen Schleichtieren gespielt und ich habe halt noch so einen Löwen jetzt mit nach Stuttgart genommen, weil ich mag Löwen und Löwen sind stark und deshalb habe ich ihn mitgenommen, dass er mir halt so ein bisschen Kraft gibt und er hat mir echt Kraft gegeben. Also voll viele nehmen sich auch Kuscheltiere mit, also macht das ruhig. Macht einfach das, was euch glücklich macht im Krankenhaus. Also klar, stört keine anderen und so, aber da ist auch ein Kuscheltier, okay. Ich habe keine Kuscheltiere mehr, aber ja, ein Löwe war es immerhin. Was Schmerzen angeht, klar, ich hatte Schmerzen, aber ich habe mir immer ziemlich viel Schmerzmittel geben lassen, weil mir meine Logopädin auch gesagt hat, wenn man zu viel Schmerz empfindet an einer Stelle, dann kann das ins traumatische Gedächtnis gehen und dann hat man so eine Art Phantomschmerz immer wieder danach und das wollte ich halt auch nicht, deshalb habe ich mich da ordentlich zupumpen lassen, sag ich mal. Also halt durch die Vene, dann mit Schmerzmitteln, so und ich war eigentlich immer konstant so, ja. Aber doch, man spürt schon ein bisschen Schmerzen. Gerade wenn man halt irgendwann keine Schmerzmittel mehr kriegt, dann kommt der Schmerz doch durch. Aber Indianer kennt keinen Schmerz. Deshalb seid tapfer, ihr tut das für euch und am Ende seid ihr
hoffentlich echt glücklich, dass ihr es getan habt. Wenn ihr euch übrigens wundert, dass ich im Moment noch ein bisschen komisch spreche, das ist normal, weil ich meine Mimik noch ein bisschen üben muss. Normalerweise sind Wangen ja so flexibel, dass man da so reinkneifen kann und die rausziehen kann. Aber bei mir ist es im Moment alles noch so ein bisschen straff. Deshalb muss ich das noch so ein bisschen ziehen und Grimassen machen, damit mein Gesicht wieder ein bisschen weicher wird. Aber das hat noch Zeit. Jetzt habe ich zumindest, dadurch, dass ich ausgemessen wurde und alles so aufeinander abgestimmt wurde, endlich mal perfekte Wangenknochen und einen perfekten Biss. Also, was meine Gesichtsform angeht, jedenfalls perfekt, was mein Chirurg meinte. Und ich hoffe, das hat er gut gemacht. Weil mein Chirurg ist zum Beispiel auch plastischer Chirurg. Das heißt jetzt nicht, dass es eine Schönheits-OP war. Das war es definitiv nicht. Wenn es eine Schönheits-OP gewesen wäre und ich das nur für die Ästhetik gemacht wäre, dann schau, das hätte ich niemals gemacht. Weil es war so ein harter Weg. Und nur für die Schönheit würde ich so eine Operation definitiv nicht machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich hätte es nicht gemacht. Aber jetzt habe ich zumindest nice Wangenknochen und kann bald schön abbeißen, wenn ich abbeißen darf. Und das Gefühl, viele haben ja Probleme, dass das Gefühl nicht wiederkommt. Ich habe im Moment, ja, also mein Kinn ist schon noch ein bisschen taub. Da muss das Gefühl noch zurückkommen. Hier oben ist schon wieder alles okay. Hier kribbelt es noch so. Und ja, es braucht halt Zeit, dass das Gefühl wiederkommt, was ich euch empfehlen kann, was mir mein Chirurg halt auch gesagt hat, sind Vitamin-B-Tabletten. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Ich nehme die jetzt einfach und hoffe, dass mein Gefühl dadurch schneller zurückkommt. Lasst euch da irgendwas aufschreiben, weil die man freiverkäuflich in der Apotheke bekommt, die sind meistens nicht so hoch dosiert wie die mit einem Rezept. Was wohl logisch ist nach einer Operation in solchem Ausmaß, ist, dass das Essen ein bisschen spärlicher ausfällt. Denn man kann eigentlich in der ersten Zeit nur Suppe bzw. alles püriert essen. Pudding habe ich sehr viel gegessen und halt auch Joghurt. Damit solltet ihr euch abfinden. Aber ab Woche 6, ich bin jetzt auch in der Woche 6 und darf endlich wieder anfangen zu kauen. Also ich kaue im Moment Kartoffeln, richtig weiche Nudeln und ungetoastetes Toastbrot. Aber das fühlt sich schon mal deutlich besser an als pürierte Karotten. Ja, die eine Sache ist halt, dass ihr nicht essen könnt. Die andere Sache ist, dass ihr nicht sprechen könnt und einfach nicht gesellschaftsfähig seid, beziehungsweise gesellschaftsfähig seid ihr schon. Ich war auch unterwegs, direkt nach dem Krankenhaus bin ich mit meinen Großeltern durch die Stadt gegangen. Klar haben mich die Leute dumm angeguckt, aber ich stand einfach drüber und dachte mir so, yo, lass dir auch den Kiefer brechen und dann sehen wir weiter. Aber ja, es ist halt einfach doof, dass man nicht das machen kann, was man sonst macht. Ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich bin super gerne unterwegs, liebe es, neue Leute kennenzulernen. Einfach, ja, auch mal, wenn man frei hat, dann unterwegs zu sein, sich was Neues anzugucken. Und das konnte ich halt in der Zeit einfach gar nicht. Ja, es tat auch mal ganz gut. Ich habe alle Filme und Serien auf Netflix geguckt, die ich halt gucken wollte. Aber in der Zeit hätte ich halt auch super gerne eine Interrail-Tour gemacht, aber das mache ich nächstes Jahr. Und in der Zeit ist es wichtig, dass man sehr auf die Zahnhygiene achtet. Ich habe auch nach jeder Mahlzeit manchmal halt 4-mal am Tag meine Zähne geputzt. Beziehungsweise am Anfang darf man die ersten 2 Wochen auch nur den Mund spülen. Mit so einer richtig hochdosierten Mundspülung, die man im Krankenhaus bekommt. Und dann nochmal vom Kieferchirurgen oder Kieferorthopäden aufgeschrieben, dass man die halt nimmt. Weil das Zahnfleisch, es wurde halt alles abgetrennt ab hier und auch der Unterkiefer wurde ja einmal komplett abgetrennt, sodass das Zahnfleisch halt auch sich erstmal neu bilden muss und dann muss man halt auch aufpassen mit der Zahnbürste, wenn man da dran geht, wenn man das auch kaputt machen könnte. Und irgendwann, wenn man sich wieder ein bisschen fitter fühlt, dann kommt man halt an den Punkt, an dem man Physiotherapie macht. Man versucht sich so selbst seine Mimik wieder beizubringen. Man übt das Sprechen. Ich zum Beispiel muss neu üben, meine Vokale an anderen Stellen zu üben in meinem Mund, weil halt jetzt alles anders ist so in meinem Mund. Vorher war mein Kiefer irgendwie anders und deshalb habe ich anders gesprochen und jetzt muss ich mir das halt noch so ein bisschen beibringen, wie man richtig spricht. Es ist voll anstrengend, das kann ich euch sagen. Also man denkt so, okay, ja, dann lernst du sprechen einfach wieder, aber es ist echt kompliziert, so gerade mit den Lauten, wo man welchen Laut bildet. Ich habe mich übrigens echt verdammt schlapp gefühlt nach dem Krankenhaus, beziehungsweise halt auch im Krankenhaus,
Aber ich bin mit meinen Großeltern nur zur Post gegangen und dann halt wieder zurück. Und klar, hier in Stuttgart sind viele Berge. Ich habe es den Berg einfach nicht mehr hochgeschafft, ohne für eine Pause zu machen. Ja, weil mein Kreislauf halt einfach vollkommen fertig war. Ich musste dann erst eine Pause machen und klar, man muss sich dann halt hocharbeiten, wieder mehr spazieren gehen. Geht nach so einer Operation auf jeden Fall viel spazieren, das bringt euch so viel weiter. Macht euch wieder fit und ja, ihr könnt euch halt langsam wieder hocharbeiten, dass euer Kreislauf wieder fit wird. Und ihr dürft halt lange nach so einer Operation keinen Sport machen und auch keinen Alkohol trinken. Und generell solltet ihr auch die Sonne meiden, das stand bei mir im Zettel noch mit drin, weil durch die Sonne wohl die Schwellung wieder größer werden kann. Ja, so viel zu meinem OP-Bericht. Mittlerweile geht es mir echt wieder mental gut. Kommt noch besser. Also wie gesagt, ich arbeite mich noch weiter nach oben und gehe jetzt auch wieder zur Uni. Also mein Alltag ist praktisch zurück. Ich arbeite noch an meiner Mimik, dass ich bald wieder alles machen kann und muss einfach noch abwarten, muss mich noch gedulden. Man braucht, wie gesagt, sehr viel Geduld bei so einer Operation. Bald kommt meine Zahnspange raus, da freue ich mich schon ultra dolle drauf. Also wirklich, das ist so das Highlight einfach für mich. Und ja, falls ihr die Operation auch vorhabt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich lese die super gerne durch. Antworte euch da auch gerne und dann können wir uns ein bisschen darüber austauschen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht euch Gedanken, wenn ihr so eine Operation vor euch habt, ob es das wert ist, ob ihr das braucht, ob ihr das wirklich wollt, ob es halt schaffbar ist für euch. Also klar, es ist schaffbar. Jeder Mensch ist stark und das sind Situationen, an denen ihr nur weiter wachsen könnt und ihr noch stärker werdet. Ich wünsche euch alles Gute dabei, wenn ihr das vorhabt. Ansonsten, wenn euch das Thema generell interessiert, dann hat es mich auch gefreut, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Abonniert gerne meinen Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Mich würde das richtig dolle freuen und ich sage bis bald. Ich muss erstmal wieder reinkommen, hier Videos zu drehen. Ciao!